Jo Leute, willkommen zur nächsten Folge Minecraft Attack. Und ja, heute machen wir ein bisschen weiter. Ich weiß gar nicht, wann kommt denn die Folge. Ne, ich öffne jetzt nicht meine Excel-Tabelle. Wo ich immer meinen Upload-Plan eintrage. Das mache ich schon seit dem 01.01.2014. Habe ich damals auch schon mit meinem Hauptkanal so gemacht. Immer schön meinen Upload-Plan eingetragen. Damit ich einfach so eine Übersicht habe. Und ja, gerade wenn ich hier so viele Videos bringe, brauche ich das immer. Und dann markiere ich mir immer die grau, die Videos, die ich noch aufnehmen will, die ich plane. Und die Videos, die ich schon aufgenommen habe, die sind schwarz. So mache ich das immer. So, Autojump ist nicht an. Okay, gut. Ja, nur mal so nebenbei, als Background-Story eines YouTubers. Okay. Ich würde sagen, das reicht. Dann machen wir hier alles schön voller Dingens. Genau. Boah, ich hätte jetzt gerne diesen Tinkers Construct Hammer. Das wäre geil. Aber den haben wir leider nicht. So. Der Tinkers Construct Hammer heißt ja Mjölmir oder so, ne? Ich weiß gar nicht. Zumindest bei Gronkh im Let's Play ist das so. Also bei Life in the Woods. Ich weiß nicht, in Galaxy damals hieß er glaube auch anders, also in Attack of the B-Team. Da hieß er glaube einfach nur Hammer. Ich glaube, das war auch noch eine ältere Version. Aber Mjölmir erinnert mich immer an Kyojin. Ich weiß auch nicht. Naja. Hört sich irgendwie ähnlich an. So. Naja, zumindest geht's nicht allzu langsam voran hier. Was haben wir eigentlich? Effizienz 4. Na gut, das ist doch eigentlich ganz gut. Effizienz 5 wird ja nochmal einen Tacken schneller sein. Das würde sich natürlich auch nochmal lohnen. Vielleicht. Ey, yo, Street hat mir doch sowieso angeboten noch Effizienz, oder? Eigentlich klar. Nee, ich glaube, der hatte nur Effizienz 3. Ich bräuchte nochmal Effizienz 4 oder so. Das wäre geil. Dann könnte ich nochmal meine Spitzhacke kombinieren. So. Alter, da kriegt man ja richtig viel Eisen wieder hier zusammen. Ist ja auch nett. Wenn ich so viel mal in Hexit hätte. Ich weiß nicht, in Hexit fällt mir auch auf, da kann ich nie so entspannt zocken wie hier. Keine Ahnung, hier kann ich viel entspannter zocken, so. In dem Projekt. Das ist mir mal aufgefallen. In Hexit immer so, ja, jetzt muss ich noch das schaffen und keine Ahnung, ich schaff nix und Scheiße und kein. Weiß ich nicht. Da bin ich halt immer unzufrieden mit den Folgen irgendwie. Und dass ich nichts schaffe und dass ich irgendwie auch nicht so wirklich, dass ich mich immer so anstrengen muss, dass ich irgendwie was hinkriege, ich weiß auch nicht. Liegt das daran, dass die FPS so weit unten sind? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass es dann irgendwie anstrengender wirkt. Oder ist es vielleicht auch, weil, ja, weil einfach es so viel in dem Modpack gibt, was man tun könnte und tun will. Und man nur relativ wenig Zeit immer hat pro Folge, dass man sich dann immer unproduktiv und schlecht fühlt dadurch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier in Minecraft Attack ist das anders. Da fühle ich mich eigentlich auch nicht unproduktiv, wenn ich viel zu tun habe und nicht so viel schaffe pro Folge. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich Hexit einfach öfter bringen. Ich habe auch überlegt, das mit einem neuen Upload-Plan dann zu machen. Ich habe ja letzte Folge mal kurz darüber gesprochen, dass ich da zurzeit so ein bisschen am Planen bin mit dem neuen Upload-Plan dann ab Februar. Und ja, aber ich glaube nicht, dass es so sinnvoll ist, Hexit dann jeden Tag zu bringen. Weil ich habe so viele andere Projekte noch geplant und vor und das wäre dann ein bisschen zu viel, glaube. Und deswegen wird es das wahrscheinlich weiterhin dann so geben wie bisher. Und dafür dann wahrscheinlich etwas länger. Also ich werde das dann auch noch bringen, wenn die anderen alle inaktiv sind, ne? So. Also vorausgesetzt natürlich, dass der Server noch läuft so lange. Wenn nicht, muss ich eben vorproduzieren oder so. Der war ja öfter schon mal offline. Nicht, dass er irgendwann mal einfach ausgestellt wird oder vielleicht sogar die Welt einfach verloren geht und dann irgendwie sowas ist. Das wäre natürlich auch schade. So. Muss ich wieder jeden Tag Infovideos machen dann.
Wenn der Server irgendwie mal so eine Woche ausfällt zum Beispiel. Muss ja nicht gleich die Welt gelöscht sein, aber keine Ahnung. Da fangen die Infovideos wieder an, wie bei Minivaro am Ende. Das war auch, naja, ich weiß nicht. Nicht so cool. Wäre halt cooler gewesen, wenn wir da gleich einen Termin gefunden hätten, aber es war halt ziemlich schwierig. Naja. Boah, ich müsste mal was trinken, glaube. Das wäre mal eine Maßnahme. So. Ich muss auch sagen, in letzter Zeit, ich nehme eigentlich die meisten meiner Videos so am Wochenende auf. Da mache ich immer so Freitag eine Aufnahme, Samstag nochmal oder Sonntag, je nachdem, wie es passt. Und dann, weiß ich nicht, habe ich immer für fast die ganze Woche Videos. Also komme ich eigentlich am besten zurecht zur Zeit. Vor allem Neujahr, da habe ich einfach 6 Folgen aufgenommen an dem Tag. Das war auch krass. Naja, heute ist jetzt die 3. Folge für heute, am 7. Und ich gucke jetzt, wann ihr die seht. Ey, ich will das jetzt wissen. Tut mir leid. Das ist Folge 128, die kommt am Donnerstag. Ach so. Ich dachte, die kommt erst Mittwoch. Oder schon Mittwoch. Aber nee. Und guck mal, wir haben schon wieder einiges geschafft, Alter. Wir sind gerade mal 6 Minuten dabei und haben ja schon so einen fetten Raum. Also in Hexit habe ich ja auch noch nicht so heftige Spitzhacken und so, da könnte ich sowas gar nicht so schnell machen. Und letztens, als ich da mit den anderen Leuten zusammen war, also als da hier Stadt Rot bei mir waren und mir ein bisschen geholfen haben, da ging es auch wieder schnell voran. Da stand mein Haus ruckzuck und meine ganzen Kisten. Das ging eigentlich ziemlich schnell. Ich bin einfach zu langsam dort. Ich weiß auch nicht, warum. Muss man mal einen ordentlichen Plan vor den Folgen machen da. Hier muss ich es ja nicht unbedingt. Hier mache ich das einfach aus dem Arm, schütte ich mir was raus aus dem Ärmel. Das passt schon. Aber Hexit brauche ich vielleicht mal ein bisschen mehr Vorbereitung. Wie mache ich das jetzt? Wie organisiere ich das mit dem Einschmelzen zum Beispiel bei der Schmiede, immer mit dem Warten und so weiter. Das hat letztens auch ziemlich aufgehalten in der Folge mit Streetmaster. Da wollte ich eigentlich noch ein bisschen mehr machen. Ich weiß gar nicht, habt ihr die überhaupt schon gesehen, die Folgen mit Streetmaster? Ich glaube, die seht ihr heute. Ach lol. Ja, dann heute 17 Uhr, ne, wisst ihr Bescheid. So. Ess ich mal was? Alter, ich muss unbedingt was trinken. Habe ich überhaupt noch was? Ja, gut. Professionell wie ich bin in der Aufnahme wieder. Habe ich früher auch mal gemacht. Aber ich glaube, habe ich jetzt lange nicht gemacht, oder? Ich weiß gar nicht. Vielleicht mal zwischendurch. Boah, und da merkt man dann immer beim Zocken so, wie die Augen dann auf einmal so wieder richtig Saft kriegen. Also, fällt mir zumindest immer auf. Dass dann immer so in den Augen erstmal wieder so Flüssigkeit nachproduziert wird oder so. Naja, egal. Merke ich vor allem immer, wenn ich lange aufnehme. Ach, so lange ist es heute eigentlich noch gar nicht. Naja. So, wie viel Eisen hier schon wieder ist, das ist ja unverschämt. Okay. Das sind 5. Na, wie weit machen wir? Ich würde sagen, wir legen erstmal was fest. Ja, wir haben bei 9. Dann machen wir hier auch nochmal bis 9. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Größe erstmal. Müssen wir noch gucken, wie groß wir es nach hinten raus machen und dann passt das schon. Müssen wir halt gucken. Ja. Ah, das geht ja echt eigentlich ziemlich schnell, ne? Kann man sich ja nicht wirklich beschweren. Also mit Eisenspitzhacken würde ich das jetzt hier wahrscheinlich auch nicht machen, aber mit der geht's ja wirklich. Das sind wir nächste Folge auf jeden Fall schon fertig mit der Raumgröße, die wir jetzt so abgesteckt haben. Vielleicht baue ich dann sogar nochmal 2 oder 3 Blöcke weiter in die Tiefe. Dass wir so einen richtig großen Raum kriegen. Ja, und dann können wir hier auch eine schöne Endform bauen, ne? Muss ich mal gucken, wie ich dann den Raum ausgestalte. Vielleicht mit Purpurblöcken, das würde ja passen. Da könnte man die dann auch direkt mal gebrauchen. Und ja, ich muss auch mal gucken, dass ich den Raum vielleicht noch etwas höher baue. Müssen halt gucken, dass wir nicht zu weit nach oben gehen wegen den Sandsteinen, ne? Aber bis kurz drunter können wir ja. Naja, und dann gucke ich mal.
So, zack. Das kommt alles weg. Okay. Ja, und dann würde ich sagen, wäre es auch schon gewesen von dieser Folge, soweit es geht. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ja, mal sehen, was wir dann machen. Vielleicht mal ein bisschen Abwechslung zum Raum hier. Ich weiß noch nicht. Muss ich mal gucken. So, auf jeden Fall hier, das kann sich doch schon mal sehen lassen. Irgendwie so, ne, kann man das Thumbnail machen. Ah, so vielleicht. Okay, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.